Tote fliegen. Oh, Tote. Ja. Ah, ich hab schon wieder aus dem Bild rausgeklickt. Tut mir leid. Oh, natürlich, Tote fliegen. Du hättest auch einfach. Ich hatte früher selber Venus fliegen, weil du kannst auch einfach ein Blatt Papier, also ein Blatt hier nehmen oder so ein Stück Ästchen oder irgend sowas. Und die hat nämlich da Härchen drin. Wenn die damit kitzelst, dann machen die nämlich das Maul auch zu. Und die sind eigentlich auch nicht so schnell, dass sie dir furchtbar wehtun. Sie hält einst etwas in ihrer Hand. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen kann. Warum hast du? Ich reg mich nicht rein. Ich schreck mich nicht auf, ich mach Wimmelbild. Goldenes Armband und Augenklappe. Die Augenklappe hatte ich in einem anderen Wimmelbild gesehen. Oh, Knoblauch, wir kriegen einen Angelhaken. Da ist er. Wir kriegen den Angelhaken, ich glaub's gar nicht. Goldenes Armband und Augenklappe. Ist frei erkennbar, ich ignoriere einfach mal das Glitzern, weil das lenkt mich ab. Eine Augenklappe und ein goldenes Armband. Ah ne, das waren Perlen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht geil. Da. Ist das Armband? Die Augenklappe habe ich immer noch nicht gefunden. Ein Hufeisen ist da. Die Puppe. Der Engel und der Honig. Oh, 3x3. Yay. Schnalle, Saisontour. Pfeife mit Tabak. Oh, jetzt kriegen wir die Pfeife natürlich. Schnalle. Irgendwie ist das die Augenklappe. Ich wollte mir schon schimpfen. Ist das vielleicht eine von den Blättern hier unten? Nein. Ich überlege gerade, gab es in dem Spiel hier Strafen beim Missklicken? Das müssen wir gerade ausprobieren. Nicht ganz viel Klicker? Passiert nichts. Schade. Ich glaube, es wird dann irgendwie so ein Effekt kommen. Das ist doch eine Augenklappe! Das ist ein verdammtes Band! Oh, wir haben einen Angelhaken, endlich! Wir können angeln gehen. Haken dran. Wieder dran. Fischglas. Angeln. Dun, 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 dun. Nein! Man kann Fische nicht mit bloßen Händen anfassen. Man braucht einen Kescher dafür. Feine Dame hier. Jetzt machen wir mal das super lustige Fischspiel. Mein kleiner Freund kann den Ring aus der Mitte ins Labyrinth holen, wenn ich durch Drehen der Ringe einen Weg hindurch öffne. Ich drehe so. Dann drehe ich so und scheiße, das stimmt schon mal nicht so. Drehe ich mal so. Ich probiere jetzt einfach hier rum. Ich zeige euch nicht viel, was ich da mache. So. Kann ich jetzt hier. Ich habe hier nur einen Ausgang, glaube ich. Also das hier muss so sein. Doch, nee, da oben ist noch eins. Das ist so. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Da ist keine Öffnung. Also so. So. Das geht schon wieder nicht. Das ist hier außen ist falsch. Ich kann das auch nicht nach außen führen. Hier ist. Da ist eine Öffnung. So. Nee. Ah, ich muss. Weißt du, was ich das jetzt fühle? Ich mach's jetzt mal auf den Hinten. So. So. Jetzt. Fischi! Fischi! Pass! Nein, nicht zurück! Oh, schade, jetzt haben wir es verpasst. Und der Fisch bleibt da drin. Der wird verhungert.
einen Ring. Den packen wir mal da rein. Und drehen ganz zärtlich um. Es scheint, als hätten sich Krähen in dem alten Turm eingenistet. Ich sollte sie besser nicht aufscheuchen, sonst picken sie mich womöglich noch zu Tode. Ist klar. Das sind Killerkrähen. Super duper Killerkrähen. Mit Schaukel. Yay. Mit. Was? Was? Ein Porträtstück. Nehme ich schon das Museum. Ich brauche Öl. Oh. Ja, ist okay. Ich glaube, die Olle sollte mal weniger Drogen nehmen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich das nachmalen muss. Es sieht aus, als wäre hier mal ein Bild gewesen. Wenn ich wieder herrsche, kann ich... Entschuldigung, ist doch wieder her! Oh. Nein? Porträt? Nein? Gut, ich glaube, an dieser Stelle mal schon Aufnahmepause. Meine Nase fängt an zu jucken, meine Nase geht zu, ich hab Durst, ich fange an Kratzen mal zu haben, also deswegen mache ich jetzt einfach mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da ist ein seltsames Foto bei der Tür, kann ich mir das mal gucken? Nein. Wir bleiben mal hier sicher bei den Killerkrähen, damit die uns das ja auch umbringen, damit wir unsere Tochter nicht mehr retten können, damit Kapitän Remington endlich sicher ist. Oh, da kommt ein Plot-Twist. Die Olle von ihm, die Mary, steht wieder auf, sieht ihn mit unserer Tochter und verlässt ihn. Wird selber böse. So wird's sein. Dann werden wir einfach dann mit der Mary über Piraten und segeln über die Weltmeere und so. Voll berüchtigt. Gut, ich mache eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zusehen. Fleißig kommentieren, damit ich weiß, wie ihr es so findet. Und können wir gerne Feedback und konstruktive Kritik geben. Ich bin eigentlich für alles offen und dann sehe ich beim nächsten Mal. Cheerio! Ich hatte dieses Cheerio mir abgewöhnt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nightmares from the Deep, das verfluchte Herz. Hier im fröhlichen Rabenclub. Ich habe schon wieder eine Weile nicht gespielt. Ich weiß, wir mussten hier rein und haben hier ein komisches Rätsel. Wenn wir mal wüssten, wie das Bild hier wäre. Was sind wir überhaupt dabei? Wir haben ein Porträtstück. Und die Säure haben wir noch. Oh! Der Mechanismus ist verrostet. Ich brauche Öl, um die Gondel zu bewegen. Ja, ich habe leider... Dumme Idee. Ich habe leider nur Säure. Das geht nicht. Okay, klettert auf dem Boden. Das ist aber einfach... Okay. Zeigt mir das Glitzern jetzt, wo ich hin muss? Wie so ein Mini-Tipp? Ich folge mal dem Glitzern. Ich kann hier immer noch runter. Das ist zu dunkel. Säure hilft da bestimmt. Nein, okay. Leave me alone. I'm trying to rest in peace. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Oh, ein Wimmelbild. Na, das fängt ja wieder gut an. Enzermesser. Fischgräten und Tagebuch. Hat geklitzert. Tagebuch, Fischgräten. Halsband, Schlüssel. Oh, na, der Schlüssel fehlt. Und Halsband, das hat eine riesengroße der Nase. Porträt, okay. Ölkanne, Rahmen. Das Wimmelbild ja fast leer jetzt. Käfer. Klee. Weiß nicht, Grünzeug, nein. Achso, einer der Schlüssel fehlt, liegt neben ihm dran. Ja, Klee. Efeu. Moment, das ist bestimmt ein Zeichen nur. Easy! Wir haben natürlich das Porträt aufgesammelt, aber nicht mitgenommen. So, da ist ja immer noch.
Gut, aber wir haben jetzt die Ölkanne, mit der können wir hier über... Nein, nicht hier hin. Hier überall durch. Ich weiß nicht, was für ein Mechanismus das ist, aber wir entölen, entrosten ihn. Wie neu. Los. Krabbel ich mir eine Kneifzange an, ab. Neues Ziel, bestätigte Statue. Die Statue hielt früher etwas in den Händen, doch nun fehlen der Gegenstand und ihre Hand. Okay. Ich guck mal kurz, das Steuerrad hatten wir, daran erinnere ich mich noch. Er muss in der Tat ein berühmter Pirat gewesen sein, wenn sie ihn mit einer Statue geehrt haben. Vielleicht kann ich die Statue wieder instand setzen, wenn ich die fehlende Hand finde. Oh, da lag doch eine hier im Grab. Ich muss jetzt mal das Ding einklicken. Da lag doch eine Hand, schon eine Skeletthand, aber da lag eine Hand im Grab. Wir gehen mal zum Leuchtturm und zu dessen Geist. Magie! Ein eiskalter Furz weht durch den Wind. Das hölzerne Gerüst und die Verstärkung haben sich jetzt außergewöhnlich stabil erwiesen. Wenn sie auch schon alt sind, die hölzernen Stufen sind immer noch intakt. Ja, schön. Da kriegen wir... Ein toter Vogel. Eine Alraune, eine Wurzel. Der Leuchtturmschlüssel! Aber ich will mir in der Scheibe nicht die Hand verletzen. Ja, hau doch mit der Zange einfach ein. Hau die Scheibe ein und dann kannst du mit der Zange nur noch den Schlüssel nehmen. Oder mach das Leder ab und mach damit den Leuchtturmfenster auf. So, sonst ist hier nichts. Schiffswrack. Ich dachte, es wäre ein Wimmelbild, aber diese 3-Pixel-Animation ist ja geil. Ein Stein. Ein Wasser. Es ist zu weit weg. Ich habe keine Ahnung. Warum ist es zu weit weg? Alter, das Wasser ist so sacht. Es ist sanft. Nein, wer ist das? Seicht, jetzt habe ich's. Dass du da einfach hinlaufen kannst. Hilfe des Leuchtturms. Mit Hilfe des Leuchtturms leuchten die Piratenschiffe in die Nähe der Felsen, um anschließend die Zertrümmerten-Wracks zu plündern. Ohne guten Grund werde ich mir mit diesem Grab keinen Unfug treiben. Ein untoter Pirat schon einer zu viel. Also ein untoter Pirat schon einer zu viel. Ja, hast ja auch nur 4 schon gesehen oder so. Geil, hier ist sonst nichts. Was haben wir denn jetzt? Ein Stein. Wir können auch dieses schöne alte Schloss nicht. Moment. Nein. Kaputt dann kann man es natürlich auch nicht. Wir haben jetzt eine Wurzel. Oh. Oh my god! The gondola's mechanism has broken. I should fix it if I want to return. Ups! Was? Es sieht so aus, als müsste ich Zahnrad und Kurbel ersetzen. Und da ist ein Groß-Kleinschreibfehler drin. Ich muss den Rest des Mechanismus reparieren, wenn ich die Insel verlassen möchte. Säure? Okay. Noch hier sonst nirgendwo hin. Habe ich doch irgendwas verpasst hier. Es leuchtet schon wieder. Warum leuchtet das? Das ist gemein, wenn es leuchtet. Oh, natürlich. Moment. Stein. Aha. Blick. Im Leuchtturm. Das wäre eine tote Katze oder so. Oh, Dr. Octopus. Neue Figur Ziel. neue Zielfigur. Ich bin sicher, dass ich die Form dieser Figur schon einmal gesehen habe. Ich muss das fehlende Teil finden, die kleine Statue wieder zusammensetzen. Mein Bauch sagt mir, dass ich Hunger habe. Und dass der talentierte Künstler häufig Gast in der Festung gewesen sein muss. Ja, ganz offensichtlich fehlt der Statue ein Arm. Das sehe ich auf den ersten Blick. Ich krieg so ein komisches Zahnradauge. Das sehe ich sofort. Vor allem, das sind doch 2 Arme. Ach nee, es gibt hier verschiedene Köpfe und verschiedene Arme. Ah. Ha, was für ein ausgezeichneter Tag zum Plündern. Der Kapitän hatte stets großartige Ideen. Der Bau dieses gefälschten Leuchtturms war der Höhepunkt unserer Plündereien. Plündereien. Es sind Eier von Plündervögeln.
Einer der Piraten durfte hier den lieben langen Tag im Trockenen und Warm sitzen und fremde Schiffe auf die nahegelegenen Riffe auflaufen lassen. Danach musste er nur noch den Schein des Leuchtturms auf den Totenkopf halten. Das reicht völlig, um die überlebenden Seefahrer zu Tode zu erschrecken. Die restlichen Piraten übernahmen dann den Rest und plünderten das Wrack. Doch nun ist alles anders. Der Kapitän hat sich sehr verändert, seit er diese hübsche Gräfin getroffen hat. Er hat gar keine Lust mehr zu saufen und mit seiner alten Crew auf Raubzug zu gehen. Er denkt nur noch an Mary. Ich vermisse die gute alte Zeit. Ja. Dem Piraten fiel es sehr schwer, sich an die neuen Sitten von Kapitän Remington zu gewöhnen.